Willkommen bei Craven TV, heute ein neues Projekt von uns, und zwar Lost Miners. Das sieht folgendermaßen aus. Und zwar sind wir vier, Sashby2B, Seth Logic, MC Max und ich, Denpo, hier an dieser Insel gestrandet und haben die Aufgabe hier zu überleben. Dazu durften jeder von uns sich drei Items aussuchen, die dort drüben am Ende des Sees für uns zurechtgelegt wurden und wir damit unsere Überlebenskünste beweisen dürfen. Genau, und um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen, gestalten wir das Ganze mit ein paar Challenges. Wir haben jetzt uns anfangs ein paar Challenges ausgedacht. Es sind 6 an der Zahl. Und wir fangen zum Beispiel damit an, erstmal eine Stadt zu finden. Und wenn wir in der Stadt drin sind, dass wir dann erstmal ein Haus beziehen, damit wir auch eine Unterkunft haben. Dann heben wir unsere erste Mine aus. Bauen dann das erste Lagerhaus, damit wir die Erze dort einlagern können. Müssen dann in der Mine 20 Goldohrs finden und dann zurück 20 Goldbarren machen. Und das bei Eisen genauso, nur mit 50. Und auf unserem Weg müssen wir noch 20 Zombies, 50 Skeletons und 20 Enderkill. So, das sind die Challenges für diese Episode. Für die nächsten Episoden seid ihr dran. Ihr sollt dann in den Kommentaren schreiben, was wir machen sollen, und wir machen es. Ganz einfach, oder? Natürlich werden wir uns die besten aussuchen und nicht hunderte Quests in einer Folge versuchen. Richtig, aber wir probieren so viele wie möglich zu machen. Also postet richtig einfach, was das Zeug hält, und dann. Ja, und dann fangen wir mal gleich an und suchen unsere Sachen. Dann mal los. Ich würde sagen, wir wissen ja ungefähr, wo die Truhen sind. Dann bewegen wir uns mal in Richtung Truhe der Pandora. Die Kühe warten auf uns. Meinst du, Irene? Was sie vielleicht auch sagen könnten, ist, dass wir jetzt ganz gespannt das Opening der Minecon gesehen haben. Und nachdem das zu Ende war, wollten wir dann anfangen mit Lost Miners und haben gemerkt, dass es das Update Minecraft 1.0.0 gab. Das bedeutet, wir spielen jetzt in der offiziellen Version von Minecraft, die released wurde. Und freuen uns natürlich darüber, dass wir direkt mit so einem geilen Start hier loslegen. Genau. Und eine Sache, was wir uns auch noch überlegt haben, ist, dass wir die Map ständig auf dem aktuellen Stand halten und zum Download anbieten. Das heißt, ihr könnt auf der Map spielen, gucken, an welche Orte wir gehen können, sagt uns zum Beispiel Koordinaten oder eine Richtung, und wir gehen dahin. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, und um uns irgendwelche Challenges zu geben. Jo. Hallo, cool. Vielleicht sagt noch jeder, welche Items er sich ausgesucht hat, und dann können wir loslegen. Können wir so nach der Liste anfangen? Kann der Maxim anfangen? Wir müssen mal gucken, was ich habe. Oh. Mhm. Also, ich habe erstmal ein schickes Holzschwert. Ein Holzschwert? Eine Eisenspitzhacke und einen goldenen Apfel. Tada! Tada! Und eine Ente. Tada! Ja, nee, die Ente nehme ich heute mal nicht mit. Ausnahmsweise. Okay. Was habe ich denn so Schönes in meiner Tour? Ich habe eine Tour in der Tour, ist auch nicht schlecht. Eine Diamantpickaxe und eine Schere. Komm mal schön Wolle scheren. Joa. Ich habe ein Enchantment Table, einen roten Pilz und eine Angel. Ich hoffe, die Pilze baust du auch an. Natürlich. Ich bin ganz auf. Ja, geil. Ich werde nass, hab ich einen Regenschirm. Ah, ich guck natürlich kann man den auch. Warte, craften wir den schnell. Das ist, weil die, ich bin jetzt natürlich negativ in dieser Gruppe, deswegen fängt es an zu reden, wenn ich dran bin. Ja. So, ich guck mal rein, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe hier einen Diamantpicker. Oh, ein für Weihnachten. Axt für Holz und ebenfalls eine Truhe. Eine Angel. In der Truhe, so war's. Okay. Gut, dann gehen wir mal die erste Challenge an und versuchen eine Stadt zu finden, oder? Ja. In welche Richtung gehen wir? Ja, vielleicht verteilen oder so. Ja. Oh, Marco. Natürlich mit Marco. Oh nein, was ist passiert? Warte, komm einfach wieder rein. Wir warten auf dich. Wir stehen ein bisschen im Regen. Ich gehe unter Baum. Ja, ich gehe auch unter Baum. Es ist mir echt zu nass hier. Ich komme zu dir. Ich kann dich scheren. Ja, unglaublich. Soll ich dich scheren? Share bei Facebook. Ich kann dich Gold abfüllen. Du kannst mich Gold abfüllen. Das macht zwar keinen Sinn, aber ist bestimmt cool. Dennis hat schon ein paar Fische gefangen, man munkelt. Ja, kannst du ein Stück. Kannst du die Kühe auch angeln? Oh, nein.
Ich will auch angeln können. Ja, du willst ja keine Angel haben. Du hast dann lieber ein Holzschwert. Ach, Manno! Ich geh zu Dennis. Ist nass. Ei. Willst du mir beim Angeln zugucken? Ich wollte ein bisschen kuscheln. Yay. Und dann Marco. Hey, was macht ihr denn hier, Freunde? Der neue Lostler ist wieder da. Lostler. Lostler ist toll. So, in welche Richtung gehen wir mal? Ja, ich würde sagen, verteilt oder nicht. Also, Insel abchecken. Immerhin haben wir, wissen wir ja nicht, wo wir hier überhaupt sind. F3 verboten oder nicht? F3 verboten. Ja, wir brauchen ja die Koordinaten oder nicht. Wir können ja nicht sagen, ich bin hier. Ja, deswegen sollten wir als Gruppe reichen. Ja, bin ich auch für. Ich finde, wir sollten F3, damit wir haben ja auch einen reinen Server ohne Bookkits oder sonstiges. Deswegen sind wir die Lost Miners, die keine Future-Function haben. Dann ist schön als Gruppe, dann überleben wir vielleicht ja, auch besser. Gleich. Ja, keine Ahnung. Ja, dann ist da lang gehen. Dennis, für uns. Yay. Los, mein Führer. Ich bin der Führer. Du bist der Blockführer. Na. Hat irgendwer Waffen? Wer hat die Waffen? Weil es wird dunkel. Ich hab ein Holzschwert. Ich hab aber eine Holz-Axt, also zum Holzhacken. Vielleicht so ein paar Kühe zwischendurch killen, damit wir dann auch Essen haben, falls wir auf dem Weg. Ich hier pieke die tot einfach. Ja, los, Futter, Nahrung, töte Kuh. PvP ist übrigens bei uns aus, also nicht wundern, wenn wir uns gegenseitig attackieren und es passiert nichts. Ja. Meine, wir sind sehr doof im gegenseitigen Kriegen, das funktioniert echt gut. So, da sind die ersten Gegner. Unser erster Spirr-Männchen. Ein Spirr-Männchen. Ey, das hat neue Sounds. Oh, das sind echt neue Sounds. Stirb. Spirr-Männchen Nummer 1. Juhu! Warte. Marco wird Strichliste. Ich hab ein bisschen was zu futtern. Wer möchte futtern? Das war in S war das, ne? Ja. Oben rechts führe ich natürlich auch so eine Timeline dazu, aber es ist natürlich besser zu merken. Richtig. Wir wandern in der Nacht, alles ist dunkel und Blümchen. Ich will Blümchen haben. Das Wandern ist des Müllers Lust. Oh, ein Zombie. Da, den können wir gleich auch noch töten. Oh. Zombie. Wow, Creeper. Wow, okay. Das hat wehgetan. Hat auch wehgetan. Und hier haben auch neue Sounds. Danke. Da ist ein Zombie hinter dir, Dennis. Zombie! Zombie! Ich box ihn kaputt. Ich komme. Oh mein Gott. Ich box ihn kaputt. Ich habe einen Critical Hit gemacht. Mit meiner Faust. Ich fühle mich unsicher. Marco zieht 3 Zombies dazu. Sehr gut. Oh, ich liebe diese Flachgegenden. Nur ich liebe es nicht bei Nacht. Ich auch nicht. Wo wir zum Dorf? Creeper! Explode Body! Ja! Oh Mann! Hast du noch genug Kerzen? Ich hab bin noch 2, 4, 6. Sammelt das wertvolle Dirt, damit kann wunderschöne Häuser bauen. Yeah. Hab ich Erfahrung. Haben wir ja schon gesehen in vorausgehenden Videos. Ja. Unglaublich, Maxi, du guckst sie. Unglaublich! Nicht nach rechts laufen, also 2 Creepers. Nicht ja genau. Da vorne ist ein Dorf. Das ist ein Dorf? Da ist ein Dorf. Wo? Ey, wir haben die erste Quest fertig. Naja, wir müssen noch ins Tor reingehen, also sonst. Da gibt's ein Tor? Naja, so ein Soundtor. Welches Level seid ihr eigentlich? Boah, sieht die geil aus, die City. 1, 0. Ich bin Level 0. Wow, Creeper! Maxi, du hast einen Sworn. Maxi, du hast hier. Sworn. Pass auf! Der mit dem Schwert lässt uns im Stich hier. Ehrlich. Und der mit der Pike wollte gerade hinrennen. Boom! Die Explosion richtig geil gemacht. Pass auf! Kohle. Alter, die Stadt ist richtig geil, ne? Ey, wie geil ist das denn? Die ist richtig gut gemacht. Okay, dieses halbe Haus ist nicht ganz so prall. Ich will ans Fenster. Hoch mit euch. Ich will ans Fenster. Die müssen wir aber wieder umbauen, Alter. Ich hasse das voll, wenn das... Ich verstehe nicht, warum das so buggy ist. Okay, dann würde ich sagen, Quest 1 haben wir vollständig gemacht, ne? Ja. Okay. Braucht nur jeder sein Haus so irgendwie. So. Check Nummer 1. Sehr also Max, machen wir uns erstmal ein Hähnchen dran. Ich bin hier. Ey, Leute, kommt mal her. Hier ist ein Zombie im Haus. Ein Zombie. Jetzt ist gut. Okay. Aber jetzt ist kein Haus. Ich dachte, er wäre freundlich. Also so einen Nachbar will ich nicht haben. Nee, der kommt direkt weg.
Ja, okay. Hat dieses Haus eine Tür oder habe ich gesoffen? ich wollte auch gerade gucken, aber irgendwie. Wir müssen vergraben hier irgendwo drunter. Ich will. Ich will das große. Leuchte, ist ein Creeper. Ich bin drauf, es ist meins. In dem Haus ist ein Creeper drin. Ich muss nur diese Insassen killen. Ja, hier sind jetzt immer Gegner drin. Ah, ne, doch nicht. Wow, ich hab's. Alter, ich könnte hier Hilfe gebrauchen, ne? Ja. Oh mein Gott, stirb doch! Oh mein Gott, die Sprühmännchen. Oh mein Gott, weg in die Häuser, es sind zu viele. Oh, so viele Sprühmännchen, ich sterbe. Ey, ein Enderman ist da vorne. Ich bin tot. Ich hab deine Sachen. Okay, ich komme. Oh, natürlich bin ich bei so einem geilen Punkt irgendwo im Meer. Das ist natürlich doof gelaufen. Jetzt doch F3 oder? Wollen wir eine Ausnahmeregel machen? Beim ersten Spawnpoint? Boah. Weil man dann immer mehr spawnt? Level 1. Zum Beispiel. Wow, noch ein Skeleton, ich hab ihn genockt. Okay, also immer wenn man stirbt, hat man die Möglichkeit. Ja? Zumindest ja. In die Richtung. Okay. Okay. Hi. Okay. Ich hab noch ein Herz gehabt. Das dauert jetzt natürlich. Turm Stunden. Oder was? Weißt du überhaupt, wo du hin musst, so? Oder? Ich hoffe es. Kannst du mal einmal die Koordinaten von da sagen? Also, ich bin gerade bei 584 minus 247. 584 minus 245? Ja. Okay, 590 minus 250, das kriege ich noch hin. Ich hoffe, dass es bald Tag wird und der Regen aufhört, weil das macht mich ziemlich depressiv. Aber in der Zeit kann man Praxis ja, ist mein Haus. Wo ich ja so toll schwimme, kann man ja auch Tommy. Beobachten. Ich mach mir gleich einen Baum kaputt hier für Boot. Oh, die Landschaft ist echt geil hier. Ist das geil? Ist das geil? Okay, ja. Oh, ich sehe Fackeln am Horizont. Ja, kann nur unsere Dingsbums sein, ne? Habt ihr eigentlich noch Skeletons getötet? Ja, ne? Wir hatten jetzt irgendwie. Wie viel habt ihr denn getötet? Wie also bei 30? Wenn die hinterm Haus getötet waren, das waren 4 insgesamt. 4. Yes, okay. Hä? Ich hab. Was? Skeletons? Ich hab auch noch eins erledigt. Ja, das waren ja alle im Haus. Am Haus. Wenn du meinst. Also 4, ja. Und, wo bist denn du, Sascha? Da müssen wir jetzt bei 5 sein, oder nicht? Ich sehe dich. Hin? Ja. Ups. Das ist Polynomdivision. Wieso ist da ein Creeper im Haus? Das ist. Ja. Ich so cool. Ich hatte anfangs den Quest übrigens auf 20 Skeleton. Nein, 50 Skeleton, 20 Ender und 20 Zombies gesetzt, ne? Sascha, was hattest du nochmal mit? Eine Diamantpike, eine Schere und. Ich hab deine Schere gar nicht. Nein, das war das Wichtigste. Spinne! Ich hab deine Schere. Du hast meine Schere? Ja. Das ist toll. Hi, Kuh. Hi, Huhn. Ich werde jetzt weitergehen. Alter. Oh, Alter, ich wurde voll genockt. Ah, ich blute. Alter, ich blute echt. Ich glaube, es dämmert gerade, also wird wieder Tag. Wow, dann warte ich lieber. Da hinten sind Skeletons und ein Sprühmännchen. Ja, aber du musst doch hoffen, dass es aufhört zu regnen. Und bei mir leckt es gerade voll. Also ich glaube, ich weiß, wo ich mich hier in der City niederlassen werde. Mach da unten auf den Skeleton auf dich zu. Ja, mach ihn fertig. Mach. Ja. Ich sterbe. So. Ich glaube, wir bleiben warten einfach in den Häusern, das ist doch. Ihr sagt das einfach. Ja. Renn, Sascha, renn! Ja, Dennis, wieso bist du schon wieder in meinem Haus? Ja, weil ich kein Haus habe. Das ist blöd. Nimm doch den Turm. Ich will den Turm. Krieg ich den Turm? Ist der noch frei? Ja, jetzt gerade nicht mehr. Doch. Ich hab Samen gefunden. Genau. Jetzt weißt du warum. Ah, fuck. Ah, ich sterbe. Wo?
da. Deswegen. Uhrensohn, Skeletten. Spinne, geh weg, lass mich in Ruhe. Tschüss, Marco. Sascha, wie lange brauchst du denn? Soll ich mal den Creeper rauslassen? Bin ich ja beinahe von der Spinne gekommen. Und ein Spirit-Männchen. Ich hab's gerade gespürt. Aua. Ich brauch irgendwie was zu futtern. Ich hab hier irgendwie Stein, damit wir uns einen Ofen basteln können. Hier sind voll viele Kühe. Oh, ich gehe gleich drauf. Wir sollten uns gleich erstmal. Da drüben ist doch ein Wald, lass da gleich mal. Ja. Woody holzen. Erstmal müssen nicht alle Viecher hier verbrennen. Ich bin erstmal. Oha. Ey, ich bin hier beim ersten Haus, kann mir wer helfen, weil ich habe nur noch 1,5 Herzen und da springt hier so ein Creeper am Fenster immer hoch. Wo ist er denn? Du? Beim allerersten Haus, wenn man in die Stadt reinkommt. Ja, willkommen. Ich habe hier so einen Nachbar und der ist irgendwie nicht so freundlich, der schubst mich immer. Oh mein Gott. Wenn ich Bescheid sage, renn raus, Sascha. Ja. Ja, Digga, Tötet ihn doch. Wow, ist ja so geht's auch. Habt ihr was zu mampfen, dann kann ich ein bisschen Leben aufladen. Ich versuch mal eben Kitsch rauszuholen. Ich bin gleich voll im Arsch. Oh, Spittelmännchen. Ja, mal ein bisschen Hafer abbauen. Wenn das hier schon so nett liegt. Wie hier mal so eiskalt gerade kein Fisch anbeißt, ne? Wow. Boah. Halt die Samen. Nimm die Samen. Ja, geh in Maxis Haus oder so. Ja. So lang. Wo ist dein Haus? Wir besorgen Nahrung. Ja, ich mit meinen 3 Herzen besorgen Nahrung. Ja, ich hab grad ein Sprit gehört. Ja, das ist unten. Keine Angst, ich zieh doch nicht. Geh rein. Oh, ich bin sicher. Wäre cool, wenn es das Haus gewesen wäre mit dem Creeper drin. Ja. Hier bist du sicher. Der steht immer noch vor dem Fenster. Vor der Tür. Sascha, Marco, komm her. Warte. Ah, hier kann ich mal die Wiesenplänke sehen. Wie war das? Ich nehme mal kurz noch 2 Wiesenplänke, dann kann ich hier eine Toolbox hinbauen. Ja, kannst ruhig alle nehmen, warum? Weil die sind ja eh. Ja, senseless. Ja, klicken sollte man auch noch können, das war nicht verkehrt. Ja, schon mal das Achievement. Ist ja auch cool, die Achievements. Soll ich das immer hinbauen? Mal hier. Ist ja cool. Und dann baue ich gleich mal ein bisschen Brot. Ich baue Brot. Hast du Brot? Ich hab Hafer. Hafer ist ja. Oder Weizen. Wow! Fuck! Was ist los? Sag doch, dass er diesem Scheißhaus ein kack Creeper ist! Bist du tot? Nein, und plötzlich ist da ein Creeper. Alter! Wow! Wow! Ich hab Schiss, Mann! Oh, fuck, Leute! Vielleicht sollten wir uns erstmal Betten besorgen und so. Ja, meine Schere, wer hat die denn? Marco, ne? Die hab ich, ja. Kann ich meine Sachen wieder haben? Ja. Ich hab noch deine Truhe und deine Pike, ne? Nur ich fälle gerade Bäume mit meiner Faust. Achso, okay. Ja, ich fäll mal hier im Haus diese nutzlosen Inneneinrichtungen hier, die man noch benutzen kann. Ich füll das Loch mal wieder auf hier. Wir müssen immer die ganzen Häuser freilegen und alles, das sieht voll AA aus. Ja, ich würde auch sagen, dass wir das eine Haus da wegmachen, weil das echt kaputt ist. Ja, das ist ein bisschen seltsam generiert, aber ich find's cool, so bergig. Also wenn das hier noch frei wäre, das wäre echt cool. Ich mag das nicht, dass es echt so buggy ist hier alles. Ja, so hier diese Aussicht finde ich auch cool, so direkt auf Dirt zu gucken. Wunderschön. Ich würde sagen, ich mach das hier jetzt mal weg hier. Das braucht ich würde sagen, es sollte erstmal aufhören zu regnen. Ja. Wow, ich krieg SMS. Freu. Ist mir so lösch hier. Nee, ich warte lieber innen drinne. Innen drinne? Innen drinne. Oder im Vorgarten. Hat schon jemand einen Ofen gebaut oder so? Ja, bei mir im Haus könnt ihr nutzen. Ich habe eine Crafting Box. Wir müssen noch ein Schild an unsere Häuser machen, das wäre noch. Ja, weil das schafft steht nicht, dass das mein Haus ist. Ja, ich mach dir mal ein Schild, okay, als Entschädigung. Ja, okay. Aber du hast keine Kohle, oder?
Kohle, Kohle, Kohle. Das reicht natürlich nicht. Warte, Kohle. Wo bist du denn? Ich kann gerne Kohle kurz produzieren. Ich komme gerade, ich verhungere nur bald, das ist das Problem. Ja, dann komm her, ich habe hier was zu eaten für dich. Ja, ich habe auch noch meinen goldenen Apfel. Nehmen wir das Hafer. Boah. Kann man wieder drei Hafer geben, dann kann ich Essen aufladen und dann lade ich auch Leben auf. Weil wo bist du denn? Hier, hier. Sascha, komm her. Oh, ist nett. Ich habe jetzt aber nichts mehr, das ist jetzt mein letztes gewesen. Wo ist die Toolbox? Im Maxis Haus. Ich habe auch noch eine. Also hier. Ah. Boah, jetzt lade ich eigentlich wieder Leben auf. Das ist echt ein geiles Gefühl. Oh. Ja, ist auch so, wenn man so die ganze Zeit Schiss hat, dass man direkt gleich stirbt. Kriege ich meine Pike wie? Wuhu! Ja, ich bin dabei, Mann. Und Marco, du hast meine Schere noch, dann kann ich ein bisschen Wolle farmen gehen. Walle, 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 walle. Aber erstmal muss jetzt jeder sein eigenes Haus finden, damit wir den Quest mal abschließen können. Das ist mein Haus hier. Das große Ding? Ja. Okay, dann beziehe ich den Turm, wenn der hier frei ist. Ich beziehe gleich, ich muss nur eben noch organisieren hier. Wo ist denn der Eingang vom Turm? Hat der überhaupt einen? Ja, hier drüben. Da. Ach da. Musst du auch noch mal ein bisschen gucken, dass da... Ja, das muss man immer schön machen. Ich habe das Gefühl, man baut die Items, viel, also die Blöcke viel schneller ab. Obsidian wurde auch geändert, ne? Also Obsidian dauert jetzt nur noch 10 Sekunden oder so. 5 Sekunden kürzer, das ist natürlich gut. Also eine Challenge wäre natürlich auch, wenn man jetzt sagen würde, wer kann am schnellsten 10 Obsidian-Blöcke kaputt hauen. Das könnte man als Strafe nehmen, Alter. Ja, wenn man später bei den anderen Challenges da so... wisst schon, wenn jemand da ein Verlierer ist, die müssen dann hier so übelst abbauen. So 50 Blöcke Obsidian und das wird dann gefilmt. Also wenn wir Kohle brauchen, ich habe Kohle. 9 Stück. Gut. Okay, habe ich hier schon mal eine kleine Box und von oben ist man sicher, ne? Ja, ich helfe dem mal, Marco. Drachen gibt's da hier nicht, wir sind ja nicht in Skyrim. Ich beziehe, wie gesagt, gleich mein Haus, ne? Ich brauche noch ein paar Sachen. Wer weiß. Ja, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Ich hab noch ein Spider-Ei. Können wir Spiders züchten? Das ist wie du? Spider-Ei. Hier ist eine Höhle drunter. Deswegen wurde das so generiert. Warte mal, wo ist hier dann haben wir auch gleich unsere Mine, wa? Maxi, das ist hier dein Haus. Willst du die Tür versetzen? Dann können wir hier den anständigen Weg machen. So, das ist so ein Durchgang. Ja, okay, dann baue ich. Weißt du, Dennis, dann würde ich den Weg hier hoch machen wieder. Ah. Mache ich jetzt Treppen und dann... Ja, ich suche eben noch eine Bude. Auch irgendwer noch Werkzeug? Ich mache Steinwerkzeug gerade. Ja, ich habe mein Holz noch von gerade eben. Dennis ist mit seinem Holz voll und ganz zufrieden. Ja, wir müssen strategisch vorgehen. Natürlich, ich komme jetzt nicht mal in mein Haus rein. Danke, Marco. Ja, deswegen sage ich doch. Könntest du den Weg, den Eingang versetzen? Ja, wie soll ich den Eingang versetzen, wenn ich niemand reinkomme? Ja, Wir müssen erstmal einen Weg frei machen. Oh. Und so Marco. Ja, das so, Max. Achso, das können wir hier frei machen. Ich kenne da nichts für. Ist angeboren. Ja. Angeborene Schwungschwäche. So, wo soll ich den Eingang dann hinbauen? Da, wo jetzt Platz ist. Du siehst es ja jetzt. Nee, sehe ich nicht. So, das ist ja auch noch schön. Hier, mach den hier hin. Na toll, da ist meine Bar. Meine Cocktailbar. Du hast eine Cocktailbar? Kannst du mir Pixel Drink machen? Pixel Drink. Marco, willst du mich verarschen? Ich helfe dir doch nur. Warum hast du alles kaputt gemacht? Weil du jetzt einen Eingang machen kannst, eine Tür, guck mal. Marco, guck mal, was da gegenüber ist. Oh Mensch, du hast eine Tür hingebaut. Warum haust du jetzt alles kaputt bei mir, in meinem Haus? Marco, mach mal dein eigenes da. Lass maximal. Ich wollte dir nur helfen. Ja, gib mir doch wenigstens die Blöcke, wie du gerade kaputt gehauen hast. Nein, ich mach dir jetzt wieder hin. Marco, das ist eine Tür und nicht die Blöcke, die hier waren. Ich mach doch jetzt die Blöcke da wieder hin. Siehst du nicht, dass ich die Tür wegmache gerade? Nein. Ich farm grad so viel Dirt, ne? Jo. Wir können gleich voll viel aus Dirt machen. Yeah, Dirtbird, Dirtfernseher,
Alter, ich will Dirt TV haben. Ja, Marco und meine Dinger. Meine Stein-Slaps. Bitch, Slap. Hm. Welche Stein-Slaps? Hier, die hier, ne? Nimm die einfach mal hier 8 Stück. Wo bist denn du? Ja, ich bin hier an deinem Ei. Oh, Maxi, jetzt raste ich aber gleich. Ich bin im Kreis gelaufen. Wie? Einmal um dein Haus herum. Ja. Was machst du denn hier, Dennis? Ich platziere hier mein Haus hin. Ja, interessant. Brauchst du das hier? Dann würde ich die Rohstoffe nehmen. Nimm, wir sind E-Gemeinschaft, also. Das stimmt, ja, Dennis. Wir sind ja sowas wie ein Team. Ich gebe euch trotzdem nichts ab. Ich glaube, ich mache mir gleich eine Schaufel, so viel wie ich abgrase. Ja, hab ich auch schon überlegt. Die Sonne geht schon wieder unter. Ich baue mir eine Basis. 8 Minuten schon wieder um, ja? Ich hab nicht mal ganz ausgeschlafen und die Sonne geht schon wieder. Okay, wir sollten eigentlich mal ein Bett machen, damit wir uns hier den Spawnpoint sichern. Mein Pilz will nicht wachsen. Verarscht mich. Du machst dich erst auf ein Pilzhäuschen, oder? Wieso nicht? Das ist einfach so heiß, was es gibt. Voll geil. Wachse, du Luder! Luder. Ich hab grad verstanden, Maxe, du Luder. Ich finde, wir sollten noch hinzufügen, dass es eine Möglichkeit gibt, das Glas normal abzubauen, wenn das gesetzt wurde. Ja, natürlich, das macht doch so viel Sinn, Glas abzubauen. Ja, wenn man das falsch gesetzt hat, auszusehen? Ja, ist ja Pech, dann wird's kaputt. Ja, aber deswegen sage ich ja vielleicht mit einer mit einem neuen Item. Ja, man soll es wegschmelzen am besten, ist ja gut. Richtig, es gibt Spinnen, ja auch bald. Alter, ich mach dich kaputt. Existieren schon Bette? Betten? Ne. Wow. Also ich habe noch keinen Schaden entdeckt, das ist das Problem. Das hätte ich ja als Wolle Farmer Wolle gefahren. Oh. Ja, wir hätten uns Wolle auch suchen sollen. Dreimal Wolle. Halt mal ein Bett. Wow. Sascha, du bist ja in dem Turm, ne? Ist ja deins, ne? Türmchen, ja. Dann müssen wir noch gucken, wie wir den Weg dahin basteln. Ja, ich bin gerade dabei, den so ein bisschen hübsch zu machen, aber ist nicht einfach. Weil er ist grundsätzlich nicht hübsch. Dennis, was machst du da? Ich hab Angst draußen, weil ich noch keine Truhe hab, nix und so. Ich will nicht meinen Sachen verlieren. Und wie fühlst du dich dabei? Scheiße. Wollt ihr hochkommen zu mir? Das ist sicher. Kommt drauf, es ist wunderbar. Wenn mein scheiß Pilz wachsen würde, ne, dann wäre die Welt viel schöner. Schaufel gemacht. Oder das wollen wir das? Mehr, ja, ja, ich use das schon wie ein Blöder da drauf, aber es funktioniert nicht. Also ich finde mein Haus eigentlich ganz cool. Ja, ich find's auch. Ja, egal, behalte ich meinen Pilz für schlechtere Zeiten und muss ihn vorbeugen. Marco, ich hab die coolste Sicherheitstür der Welt. Echt? Ja. Zeug. Aua. Ach ja, übrigens, die Sounds, wenn man runterfällt, sind auch neu. Ja. Die ist noch nicht gehört. Komm her, gesehen. Sascha. Hat jemand von euch Gravel? Komm her, Sascha. Ja, ich hab Gravel, war von 17. Gibt's 39. Willst du mir Gravel geben? Ja, ich glaube, geben. Wo ist deine Tür? Andere Seite. Ach, der ist umgebaut. Ja, Dennis war tot. Nein, Marco war tot. Flügel. Ja, wegen dem Weg, damit es ein bisschen geiler aussieht. Du musst erst reingehen. Und gibbelt. Geh erst rein. Wie gesagt, ich weiß und nicht, mal, was du machst mit dem... Mit mein Gott. Endlich! Seit wann ist das denn so? Okay, wir machen das so. Hä? Ich krieg dir doch gar nicht an. Ja, das ist, wenn du die erste wieder zumachst. Ja, ich mach dir gar nichts. Ja, wenn du die zweite anklickst. Du musst halt erst reingehen. Sascha freut sich in Keks. Hallo, jetzt ist. Lass das. Oh Mann, hier ist eine Höhle. Dann ist wieder Durchgang, wenn du den da unten meinst. Ja. Bitte das so tief wie möglich machen, sonst kommt man an meinen. Nicht mehr so ran. Deswegen bin ich doch gerade dabei, damit wir da anständig nicht mehr hinkommen können. Hier Dings im Ofen liegt jetzt immer Kohle, ne? Wenn wir was burnen möchte. Nein. Oh, ich habe natürlich eine Truhe und habe natürlich eine Tower. Ich finde ein System Kohle. Dann ist dein Pilz gewachsen. Ja. Ach,
all den harten Strapazen her. Strapaz. Und ich habe sogar einen Pilz wiederbekommen. Chaka. Sehr gut. So, dann platzieren wir hier hin. Das ist irgendwie ein bisschen eng hier. Ich glaube, ich war oben auf meinem Dach dann aus. Spinne? Dirt. Oh, Spinne! Wo ist eine Spinne? Die ist hinter Dennis her. Ich mach sie kaputt. Komm her, komm her. Ja. Und wenn wir jetzt Schilder angebracht haben, dann denke ich mal, können wir Ding auch was halt machen, oder? Ha. Ja. Wenn wir dann Schilder angebracht haben, dann können wir die Challenge auch als erfolgreich machen, oder? Ja. Da brauchen wir Dennis, dein Haus ist so wunderschön. Es ist besser als gar nichts. Die anderen Häuser sehen hier voll scheiße aus. Ich will nicht in so ein mächtiger. Nein, Dennis. Nein. Haus. Mach den. Ach, scheiße, das ist natürlich dumm gelaufen jetzt. Ich hab einen Pilz wiederbekommen, ich kann's nochmal abreißen. Okay, weil dann würde ich den Eingang hier hinsetzen. Ja, nur der ist nur an dieser Stelle gewachsen, deswegen. Hinter euch, Sascha! Oh. Hallo, geh doch nicht auf mich. Einmal Zombie dazu. Ja, hat jetzt jemand meinen Pilz aufgehoben? Marco, du hast einen Pilz aufgehoben. Marco, einmal Zombie dazu. Ja, ich bin gerade dabei. Ich muss mal gucken, wie viel wir da. Jungs, macht euch eure Haustür bitte zu, weil sonst. Oh, ein Sprühmännchen. Wow! Sprühmännchen. 5, 6, S. Ja, vor mir steht ein Sprühmännchen, ich kann es aber nicht angreifen. Ja, warte, ich komm. Ja. Das ist ein Creeper! Ja, meine ich. Ja, es ist doch. Gleich. Ich kann ihn aber nicht angreifen. Ich mach mir jetzt ein Schwert. Das ist ein Sprühmännchen. Jetzt ist meine Axt kaputt gegangen. Ich reiß sie gleich aus. Marco! Bitte? Ich muss mich bei dir bedanken, ich krieg grad massig Pilze. Ich könnte mir jetzt schon 6 Häuser bauen. Mach doch mehrere Häuser. Okay, 12. Ich kann mir jetzt 12 Sascha? Bauen. Marco? Sascha, ein Schwert. Oh, Dennis, ein Schwert. THX. Was? Max, hast du noch dein Holzschwert? Ja, ne? Dann mach ich dir jetzt auch noch eins. Ich hab noch ein Schwert, Marco. Was denn für eins, ein Stein? Ja. Okay. Ach, Max, ich kann hier ein bisschen noch weiter, ne? Fällt mir gerade auf. Was ist das? Ja, was? Schön mit Farben noch. Ja, ja. Hier würde ich mal so behaupten, ne? Sollten wir gucken, dass wir den Eingang machen, ja. Wollen wir als Gruppe hingehen und alle killen? Darf ich erstmal mein Haus fertig kriegen, damit wir die Quest erledigen? Ja, ich muss eh noch ein Schild holen. Und wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen Marco, besser. Wo soll das Teil hin, bitte? Du kannst das hier alles nutzen, ist mir völlig egal. Hauptsache, der Eingang wird hier so lang gehen. Boah, Sascha, Hallo, Sascha, warum baust du schon wieder mein Beet hier ab? Ich baue alles meins. Wir sind Gemeinschaft. Weißt du, aber suche ich da. Den hinzukriegen. Ja, oder du machst es noch geiler. Du machst es schon hier, nur dass der Eingang von hier so geht. Weißt du? Ich versuche es. Dann hast du hier noch so einen kleinen Vorgarten. Soweit ein Pilz einen Vorgarten haben kann. Ja, ich. Warte, kannst du Pilze anbauen? Pixel-Tree. Jetzt wächst der schon wieder nicht. Dankst du mir doch nicht mehr? Ich glaube, ich brauche hier mehr Platz, Alter. 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 Sascha, hast du schon ein Gartenbau-Anpflanzgerät? Hä? Ja. Das ist, kennst du auch die Minecraft-Ketten? Die ist auch ganz cool. Ich habe nur die Minecraft-Bazooka. Oh, was schießt die? Blöcke? Nein, Endermänner. Hä? Creeper. Auch nicht verkehrt. Kommt her. Ja. Er ist gewachsen. Jetzt ist natürlich so ein riesen Scheißteil. Ist klar. Komm her. Puck. Egal, dann mache ich den Weg hier rein. Ah, Spittelmännchen. Ein Zombie.
Ein Zombie, okay. Aua, ich werde angegriffen. Wie viele Zombies haben wir jetzt? Ja, töte ihn. Nö. Ich fall lieber runter und sterbe. Ja, jetzt ist er mein Haus. Ja. Ich sehe gar nichts mehr. Ein Zombie und ein Spider-Man. Ich bin Level 3, hi. Level 2. Marco? Ja, bitte? Ein Zombie und ein Spider-Man. Achso. Ein Zombie, wie sind wir da? Aua. Und ein Spider-Man. Okay, ich gehe jetzt mal auf Schafsuche. Ich komme mit. Ja, du kommst mit als Backup, das wäre sehr nett. Als Backup? Als Backup. Nicht Backup, nicht Backup! Sascha? Das ist. Ist das hier eine Höhle? Nein, das ist nur so ein Durchgang. Achso. Komm. Schafe. Nee. Boah, da rechts. Da ist ein Endermann. Da vorne. Tatsächlich. Marco, mach dich bereit. Gleich kommt der erste Endermann. Denk daran, die halten mehr aus jetzt, ne? Da ist ein Creeper und da ist ein Zombie. Erst ein Zombie. Der ist am einfachsten. Und dann die Kuh. Die ist am schwierigsten. Okay, den Endermann machen wir zusammen, ne? Bereit? Drei, ja. 2, 1. Wo ist er hin? Hä? Puff. Weg. Wo ist der Assi hin? Ich werde greifen nicht an, wenn ich es nicht erwarte. Ja, gar nicht mehr. Ein Schaf, ne? Komm her, Puff. Also Essen haben wir hier genug, ne? Durch die Weiden. Ja. Da oben sehe ich auch eine Höhle, eine ganz saftige. Wo bist du hin? Ja, hinter dir. So. Da oben, guck. Marco, wäre cool, wenn du noch Holz sammeln könntest, dann können wir Schilder. Sascha. Bin ich sofort dabei. Hm? Guck mal da hinten. Mach ich sofort. Siehst du die Kuh im Baum? Ist auch nicht verkehrt. Also die Höhle da oben, die müssen wir erforschen. Oh ja, die sind geil. Vielleicht sollten wir noch sowas wie eine Farm anlegen oder so, wo wir Kühe züchten. Man kann sie ja. Ist schon. Oh, ist die Wüste. Wirklich züchten. Ja, finde ich auch. Nur das Doofe finde ich, dass es noch nicht so ganz funktioniert, dass sie in so einem Zaun bleiben. Ja, vielleicht hat das ja gemacht, dass sie jetzt länger da bleiben. Da ist dunkel. Ja, das ist ja ganz cool. Da gibt es meistens, wenn man Glück hat, Schafe. Ja. Hier gibt es ja nur Kühe. Leider. Kuhfleisch. Ach, Chickens. Ganz viele Chickens. Wow, übertrieben viele Chickens. Was? Oh ja. Vielleicht spucken die ein paar Eier. Komm, Chicken. Hallo, töte die doch nicht. Oh, mein Gott. Was ist denn? Ach, lass die Eier mitnehmen und dann machen wir eine Hühnerfarm hinten. Ja, die legen aber keine Eier, wenn die alle abstarkt ist. Ah ja, stimmt, das macht Sinn. Aber okay, ihr könnt Chicken züchten. Ja, stimmt, das macht Sinn. Nice. Da ist ein Huhn. Komm, lass uns warten, bis es ein Ei legt. Komm. Sascha, hier sind überall Hühner, aber. Nick. Kann man irgendwas machen? Kann man sie streicheln oder so? Warte mal. Alter. Pädophiler Hühnerzüchter hier. Maxi, du sollst die Fackel nicht in den Po stecken, damit alles was passiert. Friss mein Pfeil! Ja. Es hat keins gedroppt. Es hat den Test nicht bestanden. Bestehst du den Test? Durchgefallen. Nächster. Maxi, du bist unter mir. Habt ihr schon irgendwie Schafe gefunden? Nee, nur Hühner. Oder Enten. Was das auch jetzt immer nicht sind, ich hab's immer nicht raus. Dennis, ist das dein endgültiges hier? So positionstechnisch? Ja, ich mach dann halt jetzt noch, wenn du beim Eingang stehst, ne? Ja, nach links weiter setze ich dann noch Pilze hin, nur ich brauch grad Holz und so, deswegen bin ich im Wald. Sascha? Bist du? Warte, ich hab grad. Ja, dann versuch ich den Gang jetzt dahin zu legen, ne? Los, Hundi, Attacke! Attacke! Du hast einen Hund? Ich hab einen Hund. Und den jetzt hier. Brav. So. Wo bist du? Oh, was ist denn hier? Wo ist das Wolle? Das Wolle. Ich hab Wolle gefunden. Ja, achso, ich hab Schaf getötet. Einfach so. Ist meine Tür weg? Wo bist du? Die hab ich nicht weggemacht, Dennis. Warte, ich komme gleich wieder.
Das Wolle. Achso, ja. Die hat sich aus Versehen abgeschlagen. Okay. Ist das okay für dich mit dem W? Ja, klar, ne? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mein Hundi ist ein Schafsmörder. Ich hatte hier wohl 4 Schafe und hat 4 Schafe gekillt. Du bist so scheiße. Ja, ich habe nichts gemacht. Er hat sie einfach angegriffen. Ja, bin ich jetzt auch da. Ich habe leider keine Knochen, das hätte ich noch nicht. Nee. Also ich habe 4 wohl auf jeden Fall. Ja, reicht doch, oder nicht? Sascha, ich sehe dich, du bist genau unter mir. Warte, ich komm runter. Guck. Hock. Irgendwas haben wir ein bisschen Holz für die Schilder, das wäre nicht verkehrt. Ja, ich hab mich gerade ganz oben. Ich hab Holz für Schilder, ich kann jetzt schon welche machen. Okay, sobald das letzte Schild angemacht ist, ist das Quest vollbar. Ja, dann ab back to city, oder? Da hast du jetzt keine Wolle. Er bringt noch Holz mit, ich hab jetzt nicht so übermäßig Holz gefarmt. Ich hab nur 4 Wolle, ich muss noch weiter gucken. Okay. Also hier müssen irgendwo Schafe sein, ich hab ja schon ein bisschen was. Wir sollten uns vielleicht nicht verlieren. Ja, also, ich weiß nicht, ob wir besser mit aufteilen, weil ich weiß, wo es ja, kurz durch die Wüste laufen sind wir wieder da. Ja. Ich hab einen Zombie gehört. Das war Marco, gruselig. Wo bist du? Ich gehe jetzt Holz haben. Dein Schild? Wo soll ich das anbringen? Soll ich die Schilder anbringen? Ich weiß nicht. Mach aber einen bestimmten Style. Warte mal. Gib mal das Schild her. Ich hab Style und das Geld. Also da steht dein Haus nicht, ne? Kein Ei. Durchgefallen. Kein Ei durchgefallen. Oh, der Baum ist hoch. Nur in dem Fall. Hier, ey. Achso. Oh Gott, ich glaube, ich bin schon viel zu weit, ey. Würde ich jetzt behaupten, dass es ganz gut aussieht. Wo ist mein Hundi? Da, hi Hundi. Ja, es sieht irgendwie böse aus. Hier sind nur Kühe. What the f- Ich sehe nichts Schafiges, das ist irgendwie. Schafiges? Ist auch schön. Schafi, das Schäfchen. Cool, ich hab grad. Na egal. Erzähl uns von deinem Reichtum. Nö. Alle oben sind Schweine. Vielleicht sind da auch Schafe. Du weißt schon, dass Schweine nicht gleich Schafe sind, oder? Aber ein Tier sind immer was anderes. Und sonst habe ich nur Hühner, die den Test nicht bestanden haben, gesehen. Und Kühe. Medizinischen Test? Also nein, der Chicken-Test? Ja, ich habe sie. Einstellungstest. Chicken. Wie kann man die denn dazu bringen, dass sie ihn einlegen? Du musst sie zwingen, sonst tötest du sie. Du musst den bösen Blick auflegen, den Enderman-Blick. Ja, du musst mit dem Schwert vor sie gehen und wenn sie es nicht machen, tötest du sie. Das ist einfach psychisch. Dann legen sie es bestimmt. Ja, oder auch nicht. Also bei mir hat es noch nie geklappt. Das ist vielleicht auch gar nicht so, wie du sagst. Ach ja, Hundi, du willst auch was machen. Bitte. Das dran. So, Freunde der guten Tanzmusik, Quest abgeschlossen. Sehr gut. Einmal welche Quest war das? Quest Nummer 2. Nummer 2, Häuser beziehen. Und dann machen wir nochmal ein Häkchen. Check. Okay, ich finde hier leider keine. Ich gehe mal wieder zurück, bevor ich mich ganz verirre. Ich bin gerade bei der Kuh im Baum. Ja. Und auf der Wiese sind keine Kühe mehr. Hier ist eine Kuh im Baum. Jetzt nicht mehr. Ich sehe eine. Wow, ich habe einen sehr netten Höhleneingang gefunden. Schalalala. Ich habe ein Ei. So. Dann sollen wir mal hoffen, dass ich habe 2 Eier. Lustig, Maxine, wirklich sehr humorvoll. Humorvoll. Hm, Hummer.
Pixel Grey. Ich habe eine Mine gefunden, glaube ich. Du gehst schon Quest 3 an. Immer mit der Ruhe. Vielleicht sollten wir eine nehmen, die auch in der Nähe von unserer. Ja, die ist Lage. Die ist direkt daneben. Also ich bin echt mal dafür, dass wir erst mit den Betten anfangen. Wenn wir die nicht haben, dann haben wir verkackt. Ja, richtig. Weil einmal gestorben und dann sind wir wieder. Schicke Rüstung, Marco. Das ist peinlich. Das bin ich, aber okay. Dennis, ach so. Das war echt peinlich, Maxi. Kann ich ein bisschen Holz haben? Ich hab nur was von weitem. Ja, komm her. Ich hab hier ganz viel. Hier ist doch Marco. Mr. Holzmann. Ich weiß nicht, wie viel ihr braucht. Das ist ein Hund, den töte ich. Nein, ist meiner. Lass Fifi. Hier. Sascha, komm mal mit. Ja? Nein, ich will erstmal in mein Bett machen, damit ich wenigstens gesaved bin. Damit ich schon mal sicher bin. Ja. Was für ein Arscher. Arschloch. Ja, Arschloch. Lass sie doch näher an der Base bauen, dann müssen wir nicht immer so weit latschen. Da hast du allerdings recht. Hey, Dennis, tolle Rüstung. Danke. Habe ich zu Marco auch eben schon gesagt. Fifi will nicht. Okay, dann bleibt Fifi draus. Ich nenne ihn, glaube ich, nicht Fifi. Was wär ein guter Hundename? Andreas. Berthold, ich finde Berthold. Nein, warte. Sascha, warte. Lass das doch die Community abstimmen, die zuschauen. Okay, dann sag mal, wie soll ich den Hund nennen? Weil Fifi ist ziemlich Standard, finde ich. So heißt jeder Hund. Ja, jetzt ist ein bisschen komisch, dass keine Antwort, ne? Ja, muss er bis zur nächsten Episode warten. Okay. Mein Spaß, mein. Ja, er heißt erstmal. Weil das lustig. Hund, okay. Er ist also Hund. Hund. Ihr müsst entscheiden und solange ihr nichts sagt, heißt er Hund. Hund. Hi Hund. Es regnet rein, das ist natürlich nicht so toll. Es regnet schon wieder, ich finde das voll nicht in Ordnung. Da ist mal ein bisschen Platz. Cool, dass ein Dorfbewohner einfach im Meer schwimmt. Ja, wieso? Der möchte halt seine Fitness halten. Ja, deswegen lässt er die Hände auch noch so verschränken. Ich ist die ganze Zeit ein Dorfbewohner eingeschlossen gewesen. Ich finde, die sollten auch was droppen irgendwann. Wäre was froh, die. Die Dorfbewohner. Wäre halt mal ganz cool. Ja. Irgendwie, die droppen dann 50 Diamanten. Mindestens. Marco! Bitte? Ich nutze deinen Ofen. Tu das. Tu dir keinen Zwang an. Bei mir ist gerade ein Spittelmännchen gestorben. Qualvoll. Explodiert. Was soll passieren? Ein Spittelmännchen, Creeper. Oh, du musst jetzt Minus S machen. Es tut mir leid, ich komme durcheinander mit den beiden Viechern. Das sind alles Mobs für mich. Aber ich meine, der Name Spittelmännchen sagt ja schon alles. Ich meine, ja. So ein Creeper macht ja nicht Spur, der macht ja. What the fuck? Das war jetzt geil, Max. Das war richtig gut. Zwei intelligente 30 Gedanken. Ah ja. Und ich? Ach ja, meine Truhe ist ja oben. Ey, ich finde diese Szene, ich finde dieses. Keine Ahnung, welches Mal. Wenn wer Hunger hat, ich habe ordentlich Chicken gerüstet. Gerüstet? Gerüstetes Chicken. Du hast gerüstet? Ist es nicht Dennis, der gerüstet hat? Ja, dann nicht. Dann haltet halt euren Maul. Also, ich bin Emo. Sieht man ja. Und ich suche einen süßen Emo-Boy. So darf ich Sachen zu zitieren, die nicht jeder kennt. Sonst, Ich hab 7 Boote. Mann. Ich hab noch 6 gerüstete Chickens. Gerüstete. Oh, es regnet rein bei mir, das ist irgendwie scheiße. Hund, oh nein, er wird nass. Hund, wo bist du? Komm rein. Oh, der cool ist doch ist, wenn eine Fackel für ein ganzes Haus reicht. Hund, komm. That's true.
müssen dann noch gucken, dass wir den Brunnen irgendwie fixieren. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Los, komm rein. Was war mir denn? Ja, muss nicht wieder weglaufen. Und. Auf die Pfeife, das tut weh im Ohr. So. Und darf nach seiner hinten. Ja, komm, schieb dich mal ein bisschen. Den Luxus hast du dir gekannt. So. Pixel Brain. Ja. Einmal kurz helfen. Oh. So. Ich hoffe jetzt, dass ich hier meinen Spawnpoint habe. Kannst du ja ausprobieren. Ja, ich probiere es einfach mal. Wenn ich jetzt sterbe, dann. Mach ich dich aus. Ja. Hat die Ziezen? Nee. Ich hab Minecraft-Regen. Ach, Maxi, was mit deinem Ofen? Kann ich da Fleisch reinpacken? Mhm. Dann komm ich mal zu dir und brutzle ein bisschen. Aber nur Wiesenhof. Nur Wiesenhof? Robby. Gut schön, ich habe erstmal alles reingepackt, hab das. Tschüss, verwirrt. Aber gut, aber sicher. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, aber sicher. Achso, ich wollte deine Tür mal antworten lassen. Achso, stimmt, da war ja was. Ich finde das hier sieht noch ein bisschen seltsam aus. Ein Zombie mehr. Okay, 6Z. Okay, vielleicht kommen noch zwei Zombies mehr. Deine Tür ist verwirrend. Warte. Wie kenne ich das schon? Wie geht das denn? Mit einer Tür. Okay, ich weiß. Marco. Zwei ja? Zombies. Du hast jetzt zwei Zombies gekillt? Ja, ganz alleine. Stell dir vor. Ja, und bald haben wir Halbzeit bei den Zombies. Fifi, nein. Du musst drin bleiben, drin ist trocken. Noch heißt also, du doch Hund. Du, ach ja, genau, Entschuldigung. Du verstehst mich gar nicht, wenn du wieder redest, ne? Hund. Sitz. Ja, okay. Da riechen, sei vorsichtig. Bis dann. Ja, muss das Leben mal wieder aufgeben. Ich bin übrigens, ich hatte eine Idee, aber darf ich die jetzt preisgeben? Eine Idee. Dass man vielleicht unter ein unterirdisches Netz baut zu immer den anderen Häusern. Dass wir auch bei Nacht zu den anderen Häusern rüberlaufen können. Das ist natürlich eine Idee. Aber das wäre eine coole Challenge gewesen. Tja, ist das natürlich weggenommen. Deswegen habe ich gesagt, ob ich das preisgebe. Ja, würde, am besten wäre es, wir machen nichts Extravagantes, solange das nicht in den Kombis gesagt wird. Okay. Ja. Übrigens, zwei Zombies und ein Skeleton. Ja, die hätten mich fast. Und da kam Sascha einfach und hat die so genockt. Einfach also, so. Du hast mir mein Minecraft-Leben gerettet. Ja, du verdankst dir irgendwas. Nein, auf jeden Fall. Möge der Block mit dir sein. Komm auf die dunkle Seite des Blocks. Will wer schon mal eine Wolle haben? Wolle. Nein, es bringt nichts. Rein gar nichts. Ich fülle mal. So, gefüllt. Ich fülle mal. Das ist der Fühlemann. Syotaki, Mann. Syotaki. Zombie! Bam! Bam! Okay, damit das mal. Oh, ich habe mal Angst, dass ein Creeper hinter mir steht. Maxi, mach ihn kaputt, Mann. Das ist eine Spinne, ein Creeper. Dennis, weg, Dennis. Und sei vorsichtig. Warum lockt ihr hier einen Creeper hin? Niemand weiß es so genau. Das Spektakel müssen wir angucken. Okay, die Spinne ist schon mal tot. Das Brümmelchen ist noch bei Dennis. Wow, wow. Wow! Achso, das war bei dir. Und irgendwo war Explosion. Ja, bei mir.
Sascha hält Ausschau oben. Ja, ich bin dabei. Marco, ein Spürmännchen. Und zwei Spinnen. Ja, die Spinnen haben wir nicht. Oh nein! Zufällig, warum habe ich sie dann getötet? Ich hätte sie gestreichelt. Von der Erfahrung von ohnehin sind zwei Zombies, die nehme ich auch noch mit. Ein Zombie. Habt ihr den Enderman eigentlich gekillt? Nein, der ist einfach wegteleportiert. Noch ein Zombie und ich habe kein Schwert mehr. Der hat noch ganz viel Stein. Zwei Zombies. Drei Zombies.